Auch wenn wir Gefahr laufen, dass unser politisches Engagement rund um gemeinsam dumm vielleicht etwas in den Hintergrund gerät, ja, müssen wir es machen. Das ist, wie gesagt, also es ist ein neues Deutschland. Und unsere Scheißpflicht. Wir spielen heute Tequila Suicide. Ganz einfache, das ist aber sehr leidenschaftlich vorgetragen. Ganz einfache Regeln, ja, wenn man hat so ein normales Tequila-Set, also Tequila natürlich, dann Zitrone und Salz. Salz zieht man sich in die Nase, die Zitrone kommt in die Augen. Und in die Tequila kann man sich schön hinterher noch reinkippen und dann haut man dreimal mit dem Kopf auf den Tisch. Ja, das ist Tequila Suicide und was machen wir jetzt? Joko, ich lasse dir da den Vortritt. Ja, das ist sehr lieb. Ich schütte erstmal ein hier, weil damit ich keine unnötige Zeit verliere und schütte die auch direkt ein. Ja. Damit du auch keine unnötige Zeit verlierst. 0,02 Strich. Ja. So, darf ich dir das auf die Hand machen? Bitte. So, also erst Salz, ne? Dann die Zitronen und dann den Tequila hinterher. Oh Gott. So, und bitte. So, jetzt die Zitronen. Beide, auf beide Augen bitte. So, jetzt die Tequila bitte. Die Tequila. Oh, die Augen brennen. So, und jetzt den Kopf auf den Tisch. So. Oh, fuck. Und wie war? Oh, das brennt wie Hölle. Joko, das war doch klar. Jetzt richtig doch ab. Oh, oh Gott, meine Nase brennt. Joko, das war sehr dumm. Ja, ich weiß, das ist ja auch der Hinweis. Ich bin stolz auf mich. Das war schön. Oh, meine Nase blutet. So, jetzt darf ich auch? Ja, bitte. So. Boah, kann ich gleich. Boah, rein damit, rein damit. Machst du hier noch Proben oder was? Nee, pass auf. Oh, meine Nase. Sag mal, rein damit jetzt auf! Du musst trinken, dann wird's besser. Und komm auf den Tisch. Zweimal war das erst, dreimal. Heide Witzka. Aua. Oh, immer dieser Scheiß. Oh, was ist denn jetzt schon wieder immer dieser Scheiß? Das ist doch super. Immer lass ich mich voll labern von euch. Ja, kann man es ja gar nicht machen. Ey. Oh, gemeinsam ist auch dumm. Oh, immer lass ich mich voll labern von euch. Ich find's auch teilweise selber gar nicht mehr so lustig. Oh, Alter, man kann die Augen gar nicht aufmachen. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich geh mal kurz an die Luft. Klar. Mal kurz an die frische Luft. Was soll der Scheiß denn jetzt? Los. Ey, Frühstücksfernsehen. Das ist meine Kippe. Um dir zu sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden bin mit dir. Deine Dummheit ist beispiellos. Tequila Suicide, Bauchnabelpiercing. Ich habe Steine erschaffen, die sich intelligenter verhalten. Oh! Danke! Kann ich das schriftlich haben? Es steht bereits geschrieben in den Annalen der Moderne und in den Herzen der Menschen. Aber ey, du musst echt aufpassen mit der Sauferei. Das sage ich dir jetzt mal wirklich unter uns. Ja, das übertreibst du gerade voll. Ja, und wenn ich hier deine englischen Interviews höre und sehe, unter uns gesagt, also da verstummen die himmlischen Chöre, ja? Wirklich. Aber an sich kann man sagen, dass ich doch eine ganze Menge richtig gemacht habe, oder? Seit MTV Home kommt deine Dummheit wirklich zu ihrer vollen Entfaltung. Aber ich muss dir auch sagen, der Winterscheid ist dir noch eine Nasenlänge voraus. Ja gut, das ist halt der Winterscheid. Ey, sag mal, ist der wirklich 17 Mal geblitzt worden? Ja, also er ist einmal geblitzt worden
Ja, und dann noch 16 Mal. Das ist echt dumm. Das ist echt dumm, wirklich. Ja, dann wird der Joachim in Zukunft wohl öfter mal pilgern, was? Ja, das ist auch per Penis, ne? Ja, schön zu Fuß mit dem Kind unterm Arm zu Ikea, ne? Zum Schluss noch ein göttlicher Tipp. Mach doch bitte endlich mal Porno-Ping-Pong Teil 2. Das wollen die Menschen sehen. Das ist echt eine gute Idee. Ich habe meistens gute Ideen. Eine Frage habe ich aber noch. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Nein, ist mir nicht egal, ist mir wurscht. Was ist der Sinn der Existenz? Welche Frage ist es dann, mein Sohn? Ich will wissen, wie geht's denn jetzt weiter, also karrieremäßig? Werde ich eine Ikone des Fernsehens? Pass auf, Klasse, ich mach's kurz. Also diese beiden neuen ProSieben-Formate, die fahren so richtig gegen die Wand, aber so richtig, verbrannte Erde-mäßig. Aber lass dir gesagt sein, mein Sohn, das Internet ist auch ein Medium der Zukunft. Und Joko? Make an educated guess. So, ich muss jetzt los. Ich muss noch zu so einer Amtsantrittsparty in Nordkorea. Bis nicht mehr so viel Zeit. Aber grüß Joko, gerne von mir. Bleib so dumm, wie du bist. Und vielleicht treffen wir uns demnächst noch mal. Gehen wir irgendwie schön zum Griechen oder so. Schauen wir da mal, ja? Tschüss. Tschüss, Gott. Sag mal, Klaas, ist gut bei dir? Mit Gott gesprochen. Was hast du? Ich habe gerade Gott getroffen. Krass. Wie sah denn der aus? Ja, irgendwie so wie ich. Wie du? Ja, steht ja schon in der Bibel. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Ja, aber hätte er keinen speziellen Menschen gemeint. Wenn du Gott getroffen hättest, dann hätte er vielleicht ausgesehen wie du. Aber du hast Gott nicht getroffen. Sondern ich.